Hi Leute, heute geht es darum, warum du nichts über Vitamine wissen musst, um gesund zu sein. Überhaupt nichts. Okay, und zwar kennst du das bestimmt von dir selber auch, dass du immer wieder bei Verpackungen oder bei Werbung auf Vitamine schaust oder dass du dir irgendeinen Ernährungsgesundheitsvortrag anschaust, egal in welchem Bereich, in welche Richtung. Und es wird immer ganz viel von Vitaminen, Spurenelementen, Enzymen und sonst was erzählt. Und heute möchte ich dir aber mal eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar Geschichte von der Kuh. Und die Kuh, die hieß Bertha. Und die stand auf einer Weide, auf dem Berg, im Grünen, noch ganz idyllisch, wie es heutzutage eigentlich nicht mehr ist. Bei den meisten Kühen, die wir benutzen als Futtermittel und so weiter, wirklich die Ausnahme ist. Aber so eine schöne Wiese auf einem Berg hatte diese Kuh Bertha noch. Und ist da ganz gemütlich gegrast, hat gutes Gras gefressen, ganzen Tag. Aber an einem Tag, wo sie morgens aufgewacht ist, die Augen aufgemacht hat, das Gras noch so ein bisschen wiedergekaut hat, so gemerkt, oh, heute geht es ihr irgendwie nicht so gut. Irgendwas ist da, irgendwas tut sich da in ihr. Irgendwie fühlt sich da was nicht so toll an. Sie ist so ein bisschen aufgestanden, sich unwohl gefühlt und dann sie hatte so ein bisschen Hunger. Und so einen leichten. Und dann schaut sie so zum Gras und merkt irgendwie so, ja, heute ist es irgendwie nicht nur Gras. Dann geht es so ein Stück weiter. Dann sieht sie dann ein Kraut, eine Pflanze. Schaut es an und merkt einfach, oh, irgendwie habe ich da Lust drauf. Irgendwie spricht mich das an, irgendwie möchte ich das jetzt essen. Dieses Kraut da. Und dann hat sie dieses Kraut gegessen, erst ein bisschen genommen, wieder gekaut und wieder gekaut. Hat gemerkt, oh, irgendwie tut ihr das gut. Irgendwie fühlt sie sich da besser jetzt. Dieses Unwohlsein, wo sie am Morgen hatte, geht so ein bisschen weg. Und hat dann immer weiter gegessen. Und irgendwann hat sie gemerkt, oh, okay, jetzt ist gut, jetzt reicht's. Und dann hat sie an dem Tag noch so ein bisschen Unwohlsein gehabt. Und am nächsten Tag hat sie sich aber schon wieder gut gefühlt. Ist aufgewacht, konnte wieder über die Weide gehen, rennen, springen. Hat sich wieder fit gefühlt. Und das ist genau der Punkt, was ich bei mir selber gemerkt habe. So, man kann jetzt viel auf irgendwelche Nährwerttabellen schauen, ist gar nicht verkehrt. Aber was ich für mich selber festgestellt habe, ist, wenn ich irgendwelche Nährwerttabellen lese, dann ist es für mich immer ganz nett, ganz interessant. Aber das sind jetzt einfach nur Worte, die da stehen. Und ich weiß auch nicht, in welchen Mengen, wann, wie für mich was gut ist. Wie mein Körper das überhaupt verarbeitet, wie mein Körper die Vitamine überhaupt aufnimmt. Und das war für mich einfach ziemlich unkonkret und nicht so aussagekräftig. Und in den letzten Jahren
wo ich langsam immer mehr Körpergefühl entwickelt habe, einfach immer mehr hingehört habe, bei jeder Mahlzeit, ab und zu auch mal Monomahlzeiten gegessen habe, zum Beispiel nur ein Lebensmittel gegessen habe, da habe ich festgestellt, wie fühle ich mich während einer Mahlzeit, habe gemerkt, auf welche Körpersignale ich wirklich hören muss und wann es wirklich genug ist für meinen Körper. Und musste wirklich feststellen, dass mein Körper, wenn ich auf die richtigen Signale höre und die wirklich wahrnehme, wichtig nehme und dann auch darauf höre, dass mein Körper mir haargenau sagt, was richtig ist und was falsch. Und in welchen Mengen und wann. Oder ob es gerade überhaupt richtig ist zu essen. Oder ob es nicht ein bisschen Zeit ist zu warten. Und das ist genau der Punkt. Der Körper ist eigentlich das allerbeste Messinstrument. Und er sagt dir haargenau, was richtig ist, in welchen Mengen und wie viel davon. Und darauf kannst du dich wirklich verlassen. Also eine Nährwerttabelle, da steht alle 10 Jahre was anderes, wie viel du täglich von irgendwas essen sollst. Da steht sogar jetzt in jedem Land ein anderer Wert, wie dein B12 oder sonst was sein soll. In jedem Land, in dem einen Land, da gehst du über eine Grenze und dann bist du plötzlich gesund und im anderen Land nicht. In jedem Land, zu jeder Zeit, nächstes Jahr bist du vielleicht krank, aber dieses Jahr warst du noch gesund. Aber es fühlt sich eigentlich alles bei dir genauso an. Und das ist genau der Punkt. Du weißt gar nicht, was da steht. Das beste Messinstrument ist deine Erfahrung. Und das ist aber was, wo du wieder langsam lernst. Das ist wie ein Musikinstrument. Wenn du wieder ein Musikinstrument spielen lernst, wenn du wieder Klavier spielen lernst zum Beispiel, dann lernst du das nicht an einem Tag, sondern du hockst dich jeden Tag hin, nimmst jeden Tag bewusster wahr, wie du dich nach dem Essen fühlst, testest das öfter, testest vielleicht auch mal die Menge und spürst einfach in dich hinein, wie sich das anfühlt. Wann fühlst du dich wohl? Wann fühlst du dich gut nach einem Essen und vital? Und vielleicht magst du auch den Spruch jetzt kennen oder hast den vielleicht auch selber schon mal gesagt oder kennst es, dass du dir denkst, hey, wenn ich auf mein Körpergefühl hören würde, mal ehrlich, dann würde ich einfach nur Chips und Süßigkeiten essen. Dann würde ich irgendeinen Mist in mich reinstopfen. Aber das ist nicht wirklich dein Körpergefühl. Wenn du ehrlich zu dir selber bist, da gilt es eben, diese Signale auch richtig zu deuten. Und dein Körper hat meist nicht wirklich Hunger auf Chips oder Süßigkeiten. Das ist meist deine Psyche, dein Verstand, dein Kopf, deine Zunge vielleicht, die sich an den Geschmack gewöhnt hast und wieder Lust drauf hat auf diesen Geschmack. Aber wenn du die Signale mal richtig deutest und vor allem auch mal drauf spürst und merkst, wie fühlst du dich nach einem Essen direkt? Nach einem Essen solltest du dich fit, vital fühlen, frisch, klar. Und du solltest definitiv nicht müde sein, schlapp, lethargisch, wie du es vielleicht sonst kennst nach so einem Sauerbraten in der Mittagspause und du gehst wieder auf die Arbeit und dein Kopf, zack, fällt so halb auf den Tisch. Und du pennst fast ein. Dann ist es nämlich genau nicht das richtige Essen oder es ist nicht die richtige Menge oder die richtige Kombination. Und das gilt es wieder zu lernen, wie ein Musikinstrument es wieder zu spielen, zu lernen gilt. Und wie du das Ganze machst, wie du dieses Körpergefühl wieder entwickeln kannst, können wir auch sehr gerne gemeinsam rausfinden. Wir treffen uns nämlich wieder und ich freue mich mega auf den Tag schon in einem Landhaus in meiner Heimat, ganz gemütlich bei Würzburg in Franken und zwar am 9. Mai und dort schauen wir wirklich, geht den Weg gemeinsam, wie man Schritt für Schritt mehr Körpergefühl entwickelt, wie du diesen Weg wirklich gehen kannst, dass du dieses Musikinstrument, dieses haarfeine Gerät, wo wir hier haben,
aus dem alle anderen Geräte, die hier existieren, entstanden sind. Diese Kamera, alles Mögliche, Kühlschrank, Auto, sonst was. All diese Technik ist nur aus dieser Technik. Und das ist eigentlich die allerbeste, feinste Technik entsprungen. Und das heißt, wenn du hier wieder lernst, dann ist es für dich kein im Dunkeln tappen, blind irgendwelche Messwerte, Zahlen glauben, sondern wirklich wieder erfahren. Du kannst wirklich wieder erfahren, wie es ist, wie es sich anfühlt, musst dich nicht blind auf irgendwas verlassen. Und das ist das, wo ich dich gerne begleite, wo wir gerne den Weg, diese Reise gemeinsam gehen können. Und wenn es interessant für dich ist, dann kannst du auch sehr gerne unten drunter unter dem Video in der Infobox schauen. Dort ist auch ein Link. Und dann können wir sehr gerne einmal miteinander sprechen, ein kostenloses Erstgespräch machen. Und dann freue ich mich drauf, dich kennenzulernen. Eventuell dann schon zu treffen beim Event. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn dir das weitergeholfen hat, dann lass sehr gerne einen Daumen nach oben da. Drück die Glocke, damit du kein Video verpasst. Weiter auf diesem Weg bleibst, motiviert bist. Und dann wünsche ich dir heute noch einen wunderschönen Tag und mach's gut. Bis dann. Ciao.